Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Champions League Woche, richtiges Shirt. Ich weiß, viele von euch kommentieren sehr oft und sagen, geiles Shirt. Leute, ich habe ungefähr 180 Stück davon. Ich bin Hardcore-Dortmund-Fan. Ich werde immer Dortmund-Fan bleiben, egal wie es läuft. Und darauf bin ich stolz. Und ich bin sehr froh, dass viele von euch mir Komplimente machen für meine Vereinswahl. Das ist ja eine Wahl, die man... Manche treffen sie, weil sie keine Ahnung haben und sich den erfolgreichsten Verein angucken. Und das ist dann meistens halt Bayern. Und dann werden sie Bayern-Fans. Und manche, so wie ich, gucken mit ihrem Vater irgendwie mit, ich glaube, 4 oder 5 war ich. Und es war Hamburg gegen Dortmund. Und er war Hamburg-Fan. Und ich fand als Kind die Game-Trikots anscheinend so geil. Und daraus ist diese Liebe entstanden. Also... Schön, dass ihr da seid. Dortmund-Mitglieder werden noch gesucht. Das Stadion ist toll. Und wenn einer von euch gerne mal in Hamburg oder in Dortmund zum Stadion will und Lust hat, dass ich mitkomme, sagt Bescheid. Ich schließe mich gerne an. Essen wir eine Wurst zusammen und quatschen mal über andere Sachen als Call of Duty. Aber heute reden wir über Call of Duty. Eines der Themen oder einer der häufigsten Kommentare von euch unter den Black Ops 6 Videos zur Beta und vor der Beta war, dass viele gesagt haben, Black Ops 6 hat so eine Zwitter-Identität. Also es gab Momente in dem Game, wo viele von euch gesagt haben, es fühlt sich an wie ein Black Ops-Teil. Und dann gab es aber auch viele Momente, habt ihr geschrieben, und das fühle ich genauso, da hat sie es nicht wie ein Black Ops angefühlt, sondern wie ein Modern Warfare-Game. Und das hat Gründe, und diese Gründe kennt ihr zum Teil, und darauf will ich heute eingehen. Sehr interessantes Video. Also ich hoffe, am Ende wird es interessant. Jetzt weiß ich es ja noch nicht. Ich gebe mein Bestes. Und ich mache ja Videos anders als andere Creator. Also ich sage halt meine Meinung, wie es ist, und damit ecke ich an und damit kann ich leben. Und wenn es dann Leute gibt, die sagen, das will ich mir nicht mehr geben, dann ist das fein, aber das wird immer so sein. Und es gibt andere Creator, die sind 100-mal talentierter im Schneiden und Zusammenfügen und Einfügen, und die haben auch viel mehr Zeit, und das ist auch alles in Ordnung und denen gönne ich all den Erfolg der Welt. Das ist aber nicht die Art, wie ich meine Videos mache oder machen will. Ich möchte euch aber, bevor wir auf das Thema kommen, einen Kommentar zeigen, den ich nicht aus dem Kopf bekommen habe, weil ich den so dermaßen unfair mir gegenüber fand, dass ich ihn euch zeigen wollte, und ihr könnt gerne eure Meinung dazu sagen. Hier ist der Kommentar, Leute, und es ist eigentlich selten, dass ich mit euch so durch einen einzelnen Kommentar gehe, weil ich lese mir fast alle durch. Ich gebe immer, übrigens, ich habe mein Steuerformular neu ausgefüllt, danke. Mir immer größte Mühe, auch auf einzelne zu antworten, wenn sich das lohnt oder wenn da irgendwas Interessantes steht. Aber guckt euch das an. COD ist seit zig Jahren immer das Gleiche. Da ging es daraus, dass ich ja über Treyarch gesprochen habe, wie das Entwicklerstudio gar nicht mehr so besetzt ist, wie es früher war, mit David von der Haar an der Spitze und. Und er schreibt, Shappy, du bist nicht mehr der Gleiche, du bist nicht mehr ehrlich und objektiv, kritisch wie früher. Leute, ich bin nicht mehr kritisch und objektiv wie früher? Was? Was? Okay. Du machst nur noch Klicks durch negative COD-Videos. Du hast gemerkt, dass negative Content mehr Klicks bringt. Wollen wir doch mal auf meine letzten Videos gehen, meine Damen und Herren. Gucken wir uns doch mal diese ganze Reihe von Gunsmith-Parts an, die ich für mein Lieblingsgame neu Tarkov hochgeladen habe. Wo ich ja wusste, dass die Aufrufe scheiße sein werden. Tarkov, 300 Aufrufe, 200 Aufrufe, 100 Aufrufe. Leute, macht man sowas, wenn man auf die Klicks aus ist? Also natürlich freue ich mich, wenn ich mehr Aufrufe auf den Videos habe, aber ich mache ja schon seit bestimmt 2 Jahren genau das, worauf ich Lust habe. Aber gucken wir uns doch mal diese unfassbare Zahl an, die ich mit Videos im letzten Monat bei YouTube verdient habe. 116 Euro. Dafür mache ich 15 Videos im Monat. Ja, also da sieht man ja ganz klar, Leute, ich gebe alles, damit aus diesen 116 Euro 118 Euro werden. Und wisst ihr, was mich so ärgert? Solche Kommentare gehen komplett an all den Videos vorbei, die ich mache, die irgendwie kritische Themen betrachten oder hier zum Beispiel, Besser als Battlefield. Das war das Video über die Alpha von Delta Force. Geiles Game, hat mega Spaß gemacht. Absolut positives Video. Wird ignoriert in solchen Kommentaren. Wird einfach ignoriert, damit man irgendwas schreiben kann, damit man mir auf den Keks gehen kann. Und normalerweise lese ich sowas, kack drauf und weiter. Aber es ist so maximal unfair, dass solche Leute einfach kommentieren können. Und trotzdem lasse ich die Kommentare so stehen und denke mir, ach, wisst ihr was, leck mich am Arsch. Am Ende ist es einfach so.
Das nur mal ein Exkurs zum Thema, ich bin gar nicht mehr so kritisch und ich bin so klickgeil. Deswegen spiele ich auch seit 1,5 Jahren im Stream Tarkov, was bei mir maximal so 20 Zuschauer anlockt. Während COD, sobald ich es anmache, einfach das Dreifache hat. Aber alles fürs Geld, weil ich werde mit YouTube und Twitch reich und gönne mir all meinen Luxus hier wegen Twitch und YouTube und 116 Euro. Kommen wir zum Thema, Leute. Ich wollte es einfach loswerden und ich hoffe, ich habe euch damit jetzt nicht zu sehr belästigt. Aber das ist so mal so Insight von einem Creator. Wisst ihr, Leute, ich sitze hier nicht, weil das viel Geld bringt, sondern weil mir das Spaß macht und weil ich eine Plattform mir aufgebaut habe, auf der ich meine Meinung präsentieren kann und es Leute gibt, die an dieser Meinung Interesse haben. Und das ist absolut legitim, wenn ihr nicht mit mir einer Meinung seid. Das ist das Legitimste der Welt. Es geht aber immer darum, ob man sagt, okay, der Take ist scheiße, Scheppi, das ist so. Ich habe schon oft in die Scheiße gegriffen, so wie auch. Oder ob man sagt, ja, einfach irgendwas behauptet. Ne? Einfach alles, was positiv ist, ignoriert. Sich irgendwas Negatives raussucht und sagt, das ist alles so. Du bist fake und ich hasse das. Weil auf YouTube, wenn ihr mal rechts und links von mir guckt, gibt es mehr als genug Leute, die euch alles erzählen, die euch jedes VPN vorstellen, 18 Stück im Jahr und da ist alles gleich und Hauptsache Kohle. Dazu habe ich noch nie gehört und werde ich nie gehören. Weil wenn das an dem Punkt ist, wo ich das brauche für mich, dann höre ich hiermit lieber auf und mache was anderes. Leute, warum fühlt sich Black Ops 6 an wie Modern Warfare? Was ist der Grund dahinter? Und der Grund ist, und das ist eigentlich das Hauptvideo, wir haben das allererste Mal, das müsst ihr euch im Kopf zergehen lassen, wir haben das allererste Mal nach unzähligen Jahren, fast Jahrzehnten, eine Engine, die sich verschiedenste Studios in derselben Konfiguration teilen. Und die Engine, die wir haben, ist ja mit MW2, war es glaube ich, MW2 das erste Mal reingekommen und damals hat Activision schon gesagt, diese Engine werden alle Entwicklerstudios, also Beenox und Raven und Sledgehammer und Treyarch und Infinity Ward, alle nutzen. Der Hauptgrund dahinter und Engine ist nichts anderes als der Quellcode, auf dem das ganze Game basiert. Also Bewegungen, Reaktionen, Explosionen. Jedes Game hat irgendwie eine Engine und diese Engine ist der Motor des Ganzen. Und basierend darauf kann man eben Einstellungen vornehmen, Änderungen vornehmen und solche Sachen. Engine bedeutet nicht gleich... Ey, Patrick! Ich liebe das. Ich habe nichts gedrückt, Leute. Vielen Dank. Engine bedeutet ja nichts anderes als das Fundament, auf dem ein Entwicklerstudio ein Game aufbaut. Und wir sind es gewohnt über die Jahre, dass jedes Entwicklerstudio eine eigene Engine benutzt hat. Also ein Treyarch-Studio hat immer eine andere Engine benutzt als ein Modern Warfare-Game das war oder ein Infinity Ward-Studio. Sledgehammer hat ein anderes Studio benutzt. Und dazu kam, dass jedes Entwicklerstudio seine eigene Idee von dem guten Call of Duty hatte. Sledgehammer eher immer so back to the roots, also Vanguard, WW2, also Vanguard, bis diese Laserwaffe kam, was auch immer man sich da gedacht hat. Aber Infinity Ward halt Modern Warfare-Teile, Modern Warfare 19, Modern Warfare 2, 3 und so weiter. Treyarch, eher immer etwas futuristischer im Ansatz. Black Ops 3, Black Ops 4, Black Ops 2 war ja auch futuristischer. Jetzt Black Ops Cold War ging dann wieder ein bisschen zurück. Jetzt mit Black Ops 6 sind wir in so einem Mischmasch. Treyarch hat mit der Engine, die sie benutzt haben, immer mehr Wert darauf gelegt, dass die Games so ein bisschen Gimmick waren. Für Treyarch war es nie so wichtig, ob das Game jetzt 100% realistisch ist, weil, seien wir ehrlich, wir spielen Call of Duty, nichts an Call of Duty ist realistisch. Weder die Waffenphysik, noch dass Leute sterben und dann einfach wieder aufstehen. All diese Sachen sind nicht realistisch. Und Treyarch hat da nie einen großen Hehl draus gemacht, weil für Treyarch viele Jahre immer der Fun im Vordergrund stand. Der Player, der Gamer soll Spaß haben. Und wenn wir das erreichen, indem wir etwas einfügen, was vielleicht etwas Quatsch ist, sag ich mal, okay. Und Infinity Ward, und das ist richtig schlimm geworden, ist der Meinung, das muss Milsim sein. Also Military Simulator, das muss sich anfühlen wie im echten Krieg. Und man kann in Videogames echte Kriege, und ich war zweimal im Krieg, ich war zweimal in Afghanistan, 11 Monate. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ihr könnt das, was ihr dort erlebt, in einem Game nicht darstellen. Egal wie ihr es macht, keine Chance. Und jetzt ist aber das allererste Mal, dass wir eben diesen Switch nicht mehr haben. Wir haben Infinity Wars MW2 gehabt und die gleiche Engine hatten wir ein Jahr später bei MW3, was für uns alle aber im Kopf klar war,
Aus dem einfachen Grund, dass wir wussten, MW3 ist einfach der direkte Nachfolger von MW2. Es ist basierend auf dem MW2-Teil. Sie haben Movement-Änderungen, all solche Sachen gemacht. Das könnt ihr, eine Engine bedeutet nicht immer gleiches Movement und auch nicht immer gleiches Aussehen. Aber all diese Sachen waren für uns klar, weil wir wussten, eigentlich sollte es kein neues COD geben. Und dann kam halt MW3. Und MW3, meiner Meinung nach, ist kein so schlechtes Call of Duty. Es ist halt aber auch kein gutes. Es ist einfach Lückenfüller, den man spielen kann, und da endet es dann auch schon. Und das neue Black Ops, da haben, glaube ich, viele eben die Erwartungshaltung gehabt, dass das jetzt mit der neuen Engine dass es aussieht wie Black Ops 3, aussieht wie Black Ops 4. Aber das ist halt nicht so. Und diese Momente, wo man das Gefühl hat, dass man doch wieder ein Modern Warfare-Teil spielt, liegt einfach daran, dass wir, was Movement angeht, nicht so weit weg sind, Omni-Movement hin oder her, von den letzten oder vom letzten MW3-Teil, und dass diese Engine, die ja relativ neu ist und die auch über Jahre bestehen bleibt, nicht so sehr von Treyarch abgeändert wurde, was auch die farbliche Gestaltung angeht, zumindest in den Karten, die wir bisher gesehen haben, dass dieses typische Black Ops-Feeling durchgängig auf einen zukommt. Nichtsdestotrotz bin ich persönlich der Meinung, dass sich das die Beta, bei all der Kritik, die wir daran haben, die Input-Lags und die Lag-Spikes und sonstige Sachen, das haben wir alle schon durch, dass sich trotzdem in einzelnen Gunplay-Momenten angefühlt hat, als wenn Treyarch daran arbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Es ist für mich schwierig, das zu erklären, weil es so ein Gefühl ist, aber wenn ihr vergleicht zwischen Black Ops 3, das Feeling, was man bei Black Ops 3 hatte, und das Feeling, was ihr bei MW2, dem neuen MW2 hattet, nicht nur, dass es grundsätzlich verschiedene Engines, Entwicklerstudios, Zeiten und sonst was waren, ich persönlich habe immer sofort gemerkt, ich spiele hier ein Treyarch Call of Duty. Es war seit dem ersten Black Ops Teil, den ich gespielt habe, habe ich immer gemerkt, das hier ist ein Treyarch COD, das ist ganz klar, und ich habe genauso gemerkt, das hier ist ein Infinity Ward COD, das ist ganz klar. Und dadurch, dass wir uns aber alle, glaube ich, daran gewöhnen müssen, dass wir alles auf einer Engine verpackt haben mittlerweile, fühlt es sich für uns teilweise eigenartig an, weil es eben diese Momente gibt, wo die Engine zum Vorschein kommt und nicht das Game. Ich glaube, dass sich dieses Feeling aber nochmal stark ändern kann, wenn wir erstmal die ganze... Robert! Hey, Jungs, vielen Dank fürs Bestellen. Ey, ich brauche gar keine Werbung machen. Hallo! Hallo! Ich bin 33. Ich glaube, dass wenn wir jetzt noch größere Karten bekommen und noch verschiedene Karten und andere Karten, dass sich dieses Feeling, das hoffe ich zumindest, dass wir ein Black Ops-Teil spielen von Treyarch, von Leuten, die richtig Bock haben, dass wir als Gamer, unabhängig von SBMM, wirklich Spaß haben können, weil Skill-Based Matchmaking ist keine Entscheidung der Entwicklerstudios, sondern des Publishers. Wobei ich das Gefühl habe, dass Infinity Ward über SBMM echt glücklich ist, damit sie ihre Sentinels schützen können. Und ich glaube, dass wir alle mit diesem Feeling ein bisschen abschließen müssen und so ein bisschen Fresh Start brauchen für den Release Ende des nächsten Monats, weil ich persönlich glaube, und da könnt ihr mich in dem Video dran festbinden, wenn ihr wollt, dass die Engine auf größeren Maps viel weniger entscheidend ist und viel mehr die Gameplay-Aspekte. Und ihr müsst bedenken, wir kriegen noch andere Waffen dazu, die sich vielleicht wieder mehr wie Black Ops anfühlen. Wir werden noch neue Streaks dazu bekommen, oder andere Streaks zumindest, die sich höchstwahrscheinlich auch nach Black Ops anfühlen. Und am Ende des Tages, wenn wir alle Maps haben, oder zumindest mehr als in der Beta, und wirklich mal durchgrinden konnten, mit richtigen Level und Prestige und allem, was dazukommt, übrigens übermorgen ein neues Video zum Thema Prestige, da sind viele interessante Sachen mit bei, dann glaube ich, dass wir ein anderes Feeling bekommen, als das, was wir jetzt in der Beta einfach hatten. Das war viel Gerede und ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was ich euch erzählen will. Es ist dieses, ich persönlich hoffe, dass dieses Feeling eines Black Ops Teils noch kommt, aus dem einfachen Grund, dass Treyarch CODs für mich immer die besten waren. Und ja, ich bin Treyarch Fanboy, das sage ich, wie es ist. Und es traurig werde, wenn man 4 Jahre Entwicklungszeit, wovon ich ehrlich gesagt noch nicht so viel gesehen habe, nicht nutzt oder genutzt hat. Könnt ihr mir folgen? Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn nicht, beleidigt mich.